1367. Graf Eberhard der Greiner und sein Sohn Ulrich müssen fliehen, quer durch den Wald. Sie fliehen nach Zafelstein. Wir werden sehen. Zafelstein ist vielleicht eine der schönsten Städte Deutschlands, mehrfach ausgezeichnet. Mit Sicherheit aber die kleinste Stadt Deutschlands. Die Burg Zafelstein wird so um 1200 erbaut, mit dem, was man gern als staufische Buckelquader bezeichnet. 1280 gibt es dann einen Herren von Zafelstein. Für uns interessant wird es dann als 1311 die Stadt und die Burg Zafelstein an Württemberg kommt. Die Stadt ist um 1303, wenn ich es richtig im Kopf habe, erstmalig erwähnt, aber noch nicht als Stadt. Wirklich als Stadt erwähnt wird sie 1342, und um einfach mal die Größe klar zu machen. Die haben zwar Stadtrecht, also das Recht der Befestigung mit Mauern, Graben und alle Schikane, Marktrecht, niedere Gerichtsbarkeit, aber wir reden von 14 Häusern und einer Kirche. Niedlich, aber wirklich richtig schön anzusehen heute noch. Lohnt sich ein Besuch hierher. Zurück zu den Württembergern. Wie gesagt, 1311 wechselt sie in württembergischen Besitz und die Württemberger wissen auch nicht so richtig, was sie mit anfangen sollen. Also Zafelstein ist Verfügungsmasse. 1345 verpfändet man die Herrschaft. Zafelstein, Eberhard der Greiner, macht es zusammen mit Ulrich, weil er halt mal wieder Geld braucht. Sie verpfändet es an die Pfalzgrafen von Tübingen um, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5000 Pfund heller. Unter der Bedingung, dass, wenn der Pfalzgraf von Tübingen erbenlos stirbt, dass er dann wieder zurück an die Württemberger verfällt. Das ist im nächsten Jahr schon der Fall. Also super Geschäft macht, 5000 Pfund heller erhalten und die Herrschaft nachher wieder zurück. Immer wieder wechselt die Herrschaft Zafelstein, weil die Württemberger halt wirklich als Verfügungsmasse verwendet. Und dennoch steht dieser Ort sehr symbolisch für den Aufstieg der Württemberger in dieser Zeit. Hin- und Herschieberei, wirklich keine feste Ausformung, was jetzt zum Kerngebiet Württembergs gehört und was nicht. Und auch andere Schläge der württembergischen Geschichte macht Zafelstein mit. 1525 im Bauernkrieg wird die Stadt belagert von 260 Bauern aus Kalf, aber nicht eingenommen und zerstört. Dann im Pfälzischen Erbfolgekrieg von Mellack. Was war passiert? Graf Eberhard der Greiner, manche nennen ihn auch liebevoll den Rauschebart, befindet sich zur Kur im Wildbad zusammen mit seinem Sohn Ulrich. Da meldet ihm ein Vertreter der Landbevölkerung, dass jede Menge Feinde ihn umzingelt haben und sich seinem Standort nähern, um ihn zumindest gefangen zu nehmen. Und so bleibt Eberhard dem Greiner nur diese Flucht nach Zafelstein im Rahmen dieses berühmten Überfalls im Wildbad. Was ist der Hintergrund? Wir müssen ein ganz kleines bisschen ausholen, nicht sehr weit. Wir befinden uns in einer Zeit, wo viele Adlige einen finanziellen Niedergang erleben und zu Raubrittern verkommen. Eine dieser Familien, die in große finanzielle Probleme gerät, sind die Ebersteiner, Wilhelm und Wolf von Eberstein. Und so denkt Eberhard der Greiner, er könnte sich deren Territorium sichern, was auf Widerstand der Brüder stößt. Wie gesagt, veritable Schlagetods und Raubritter in der Zeit. Und diese Schlagetods und Raubritter sind organisiert im Bund der sogenannten Martinsvögel. Vermutlich sind es keine direkte Vorgängerorganisation der Schlägler, das lassen wir dahingestellt. Dieser Bund der Martinsvögel ist ein Bündnis, das sich zusammengeschlossen hat, um eben genau irgendwelche Übergriffe oder potenzielle Gefahren abzuwehren. Und dieser Bund wird nun aktiv gegen die Württemberger.
Konkret im Wildbad befinden sich im Anmarsch Wilhelm und Wolf von Eberstein, Wolf von Wundenstein, die Brüder von Schmalenstein und 8 weitere Ritter. Nicht ganz so wichtig. Wolf von Wundenstein, auf den kommen wir nachher nochmal. Die versuchen nun, Eberhard den Kreiner zu gefangen zu nehmen. Was völlig unritterlich ist, aber in der Zeit hat man das Rittertum sowieso schon relativ über Bord geschmissen. Um wen geht's? Eberhard den Kreiner. Den gucken wir uns genauer an. Allerdings sollte man vielleicht vorher noch mal kurz gucken, wo er eigentlich herkommt. Es ist übrigens vollkommen unklar, woher Eberhard der Kreiner geflohen ist. Klar ist, er war in einem Bad im Schwarzwald und ist nach Zafelstein geflohen. Bad Wildbad hätte gerne, dass es Bad Wildbad war. Ist aber eher unwahrscheinlich. Von Bad Wildbad nach Zafelstein sind es 18 Kilometer rund und roh und 3 Kilometer nach Bad Tainach. Und Bad Tainach hatte damals auch schon einen Sauerbrunnen. Also wahrscheinlich war es eher hier, auch wenn es dem Wildbader wirklich nicht gefallen wird. Okay, jetzt wissen wir, wo er hierher geflohen ist. Wissen es auch nicht, aber vermutlich halt auch Tainach. Aber wo kommt er noch weiter her? Konkret, wer ist sein Vater und was hat sein Vater geleistet? Wo gehört er an die Familie der Württemberger? Da gehen wir mal kurz nach Bedenhausen. Bedenhausen. Wenn man nur einen einzigen historischen Ort in Württemberg angucken kann, dann unbedingt Bedenhausen. Sensationell. Jawohl, in Württemberg. Wie kommt es, dass wir hier in Württemberg sind? Bedenhausen bei Tübingen, aber dennoch. Wie kommt es, dass Tübingen bei Württemberg ist? Schau mal. Das liegt ganz konkret an Ulrich III. Und Ulrich III. Ist der Vater von Eberhard dem Kreiner und gleichzeitig der Sohn von Eberhard dem Erlauchten, diesem fragwürdigen Charakter. Was Eberhard der Erlauchte zu Offensivbetrieb betrieb, sein Sohn deutlich defensiver. Er hat allerdings auch den großen Vorteil, dass in seiner gesamten Regentschaft er eigentlich immer nur mit einem Kaiser zu tun hatte, mit Ludwig dem IV., der kein Habsburger war, sondern Bayer und deswegen in Südwestdeutschland wenig eigenes privates Interesse hatte. Die Habsburger, die waren immer Konkurrenten zu den Württembergern, weil sie halt selber gern die dominierende Macht in Südwestdeutschland wären. Ludwig der Bayer, Ludwig der IV. War ihm völlig wurscht. Und so gab es auch keine echten Reibungspunkte. Aber Ulrich III. War halt auch so. Er war wirklich treu als Württemberger dem Kaiser. Und so erntet er auch die Früchte seiner Treue. Er wird beispielsweise zum Landvogt auf Lebenszeit ernannt. Lebenszeit, die behält er auch. Und in dieser Landvogtei auf Lebenszeit arbeitet er so gewissenhaft und so zurückhaltend, bei verschiedenen Fällen so kaisertreu immer, dass es da überhaupt gar keine Probleme gibt. Und im Gegenteil, es sich sogar empfiehlt, ihm mehr zu geben. Und so kann er unter anderem auch durch ein paar familiäre Verbindungen, das ist jetzt aber egal, unter anderem auch Mark Gröningen dauerhaft für seine Familie sichern. Da damit dann auch die Reichskriegsfahne. Da zahlt er auch was dafür, ganz friedlich, ganz in Ordnung. Das sorgt dafür, dass er noch mehr bekommen kann, auch durch eine geschickte Heiratspolitik. Zu nennen wären hier die Grafen von Pfürth beispielsweise. Die Grafen von Pfürth sitzen im Elsass, natürlich deutsch in der Zeit. Und dadurch bekommen die Württemberger den Fuß in die Tür im Elsass und erwerben unter anderem zum Beispiel die Herrschaft Horburg oder Reichenweier bei Colmar. Ab diesem Moment haben die Württemberger immer einen Fuß jenseits des Rheines drin. Und das wird noch immer wieder richtig wichtig, als dynastische Reserve beispielsweise. Weg vom Thema. Nichtsdestotrotz, Ulrich III. Ist derjenige, der es schafft, seine Herrschaft immer weiter auszubauen, dadurch, dass er eben anständig arbeitet. Was kriegt er noch dazu? Die halbe Herrschaft Teck mit Kirchheim, Sigmaringen, Winnenden, Eichelberg, Krötzingen, Vaihingen und vor allem eben halt auch, Kerner, großer Triumph, die Herrschaft Tübingen übernehmen.
sukzessive. Die Tübinger waren mal richtig groß im hohen Mittelalter, gründen 25 Städte bis ins heutige Österreich rein, wirklich große, mächtige Herren, die aber wie viele Familien der Zeit niedergehen. Und so können die Württemberger Stück für Stück Herrschaft der Tübinger aufkaufen. 1344 Böblingen, schon 1342 Tübingen und Bebenhausen. Später dann Eberhard Greiner noch die Herrschaft Herrenberg. Das Territorium wird immer größer, immer umfangreicher und immer abgerundeter. Ulrich III. Hätte sicher auf diese anständige Art und Weise weitergemacht, wäre er nicht auf eine sehr unanständige Art und Weise ums Leben gekommen. Ich sage es einfach direkt, wie es war. Er wurde, so die Quellen, im Bett eines anderen Herrn im Elsass erwischt und der gehörnte Ehemann hat ihn erschlagen. Gehen wir lieber wieder zu Eberhard dem Greiner. Zurück im Wald müssen wir uns vielleicht mal Gedanken darüber machen, in welcher Situation wir uns eigentlich befinden. Da gibt es zwei Dinge, die man mal kurz überlegen muss. Die eine ist, dass es ja eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, dass Baden-Württemberg ein Bundesland ist, das dominiert wurde von einer Familie, den Württembergern. Es gäbe ja auch andere Modelle, beispielsweise in der Schweiz oder in Norddeutschland sieht man, dass Städte ausschlaggebend sind. Hansestädte im Norden oder eben im Süden dann spätere Kantone. Also vielleicht setzen sich auch Städte durch. Tun sie nicht, wegen Eberhard dem Greiner. Auf der anderen Seite, es können ja auch viele kleine Adlige werden. Tun sie auch nicht, dank Eberhard dem Greiner. Wer ist Eberhard der Greiner? Wir haben im Mittelalter mehrere Ideale des Ritters, aber drei ganz zentrale, nämlich Milde, Trüwe und Städte. Milde bedeutet eigentlich, dass man überall die rechte Mitte findet. Also nicht zu abenteuerlich, nicht zu nesthockerig, nicht zu brutal, nicht zu friedlich, immer so die Mitte. Trüwe, Treue, da schweigen die Württemberger vielleicht besser dazu. Und eben Städte. Städte, Beständigkeit. Und die liefert Eberhard der Greiner en masse. Gucken wir uns genauer an. Genug im Wald. Wobei, kann man überhaupt jemals genug im Wald sein? Egal, wir gehen in die Stadt. Nach Esslingen. Willkommen in Esslingen. Freie Reichsstadt und ewiges Ärgernis für die Württemberger. Gucken wir mal nach Eberhard dem Greiner. Esslingen hat auch kirchentechnisch allerhand zu bieten. Diverse große Kirche, eine eingeweiht im Beisein Albertus Magnus. Ziemlich viele, ziemlich gute Sachen. Unter anderem auch St. Georg, wo wir uns jetzt hier befinden. St. Georg ist eher so ein bisschen am Rand der Altstadt, wird nicht so furchtbar beachtet normalerweise, was sehr schade ist, denn es ist ein sehr historischer, geschichtsträchtiger Ort. St. Georg ist ein Franziskaner- oder Barfüßerkloster. Die Franziskaner sind ab 1237 in Esslingen verbürgt und beginnt dann um 1270 den Bau der Kirche. Was hier noch steht, ist der Chor, der wird so um 1300 errichtet. Besonders beeindruckend sind die Glasmalereien da hinten, denn die sind um 1320 in einer Technik gemalt, die erst rund 20 Jahre vorher in Paris entwickelt wird. Das heißt, man ist echt State of the Art hier in Esslingen. Franziskaner, Bettelorden und dann so ein relativ spektakuläres Glasfenster passen nicht so richtig gut zusammen, weil eigentlich soll mehr Bescheidenheit leben. Wir gehen heute davon aus, dass die Franziskaner hier eine Ausnahme gemacht haben, schlicht und ergreifend deswegen, weil hier immer wieder das Generalkapitel versammelt war und man deswegen gewisse Luxus sich schon gönnen wollte. Warum sind wir jetzt hier? Ganz einfach, weil dieser Ort auch sehr eng mit Graf Eberhard dem Greiner und seinem Aufstieg zusammenhängt. Im Juli 1344 übernimmt Eberhard der Greiner seine Herrschaft nach dem Tod seines Vaters zusammen mit seinem Bruder Ulrich. Auf den kommen wir aber nachher noch zu sprechen. Juli 1344 wird ihn gehuldigt. Im August 1344 bestätigt dann auch noch Kaiser Ludwig IV. Die Grafschaft oder die Regentschaft der beiden. So weit, so gut.
Ludwig IV. Stirbt. Es kommt zu Nachfolgewahlen, zwei potenzielle Kandidaten. Und die Württemberger unterstützen relativ schnell Karl von Mähren, denn der bietet ihnen 70.000 Gulden Bestechungssumme, dass er sie ihre Unterstützung zurückgreifen kann. Sein Konkurrent würde 100.000 bieten, allerdings nur als vage Versprechen. Und Karl bietet das Ganze halt in bar. Und so wird man sich relativ schnell handelseitig. Jener Karl von Mähren, der dann als Karl IV. In die Geschichte eingeht, ist jener Karl IV., der die goldene Bulle erlassen muss. Also eine Wahlordnung und, ja, sagen wir, eine Art Grundgesetz des Reiches. Und in dieser goldenen Bulle beschneidet Karl IV. Die Macht der Reichsstädte massiv. Er setzt eben auf Fürsten und nicht auf Städte und deswegen hat er kein Problem damit, wenn er unter anderem den Reichsstädten das Recht nimmt, Pfahlbürger, also Bürger außerhalb der Stadtmauern, aufzunehmen. Das kommt nicht sehr gut an bei der Reichsstädte. Und Karl IV. Kommt nach Esslingen 1359, drei Jahre nach der Goldenen Bulle, und hält Hof. Und zwar genau hier im Barfüßerkloster. Was er da tatsächlich verhandelt, ob er tatsächlich noch weitere Einschränkungen für die Städte beschließen will, sei dahingestellt. Vermutlich nicht, aber das macht auch nichts, denn außerhalb der Kirche und des Klosters verbreitet sich das Gerücht, dass er eben den Reichsstädten noch weiter ans Leder möchte. Und so kommt es zum Aufstand. Nicht hier in der Kapelle befindet sich Karl zu dieser Zeit, sondern im Speisesaal des Barfüßerklosters, aber den gibt es halt nicht mehr, deswegen sind wir hier. Und er kann gerade noch durch den Garten des Klosters fliehen und die Stadt fluchtartig verlassen. Die Reichsbürger der Stadt Esslingen vertreiben also der Kaiser. Karl IV. Zögert so ein bisschen, wie er jetzt mit der ganzen Sache umgeht, beschließt dann aber doch, das Ganze mit Gewalt zu lösen und beauftragt natürlich den treuen Graf Eberhard, den Greiner, den Württemberger, mit der Strafe für die Esslinger. Und der Greiner zieht jetzt mit seinem Heer, verstärkt durch andere Grafen selbstverständlich, aber der Greiner, federführend, zieht jetzt mit dem Heer nach Esslingen und bestraft die Stadt. Dargestellt, dass die Stadt jetzt 60.000 Gulden Strafe an den Kaiser zahlen müssen und, Achtung, Entschädigung für die Kriegskosten, 30.000 Gulden an Eberhard den Greiner, sodass der jetzt nach dieser Finanzspritze durch die Wahl Karls IV. Gleich die nächste große Finanzspritze einstreichen kann. Alles in allem also mal kurz 100.000 Gulden kassiert. Das können die beiden Brüder Ulrich und Eberhard der Greiner sehr gut brauchen. Was ist jetzt mit diesem Ulrich? Gucken wir genauer da außen. Gemeinsame Erben der Regentschaft Württemberg waren eben die Brüder Eberhard der Greiner, der Ältere, und Ulrich. Nach dem Willen ihres Vaters Ulrich sollen sie auch beide gemeinsam regieren. Das funktioniert auch recht gut, denn eigentlich vertragen die sich ganz hervorragend. Bis was passiert, das so heikel ist, dass ich, glaube ich, lieber Spittler, Geschichte Württemberg 1783 zitiere, weil dann war es ich nicht, der sowas sagt. Zitat: 18 Jahre lang regierten diese zwei Brüder das Land gemeinschaftlich. Sie waren ein Herz und eine Seele, zogen miteinander zu Feld, kauften miteinander Güter. Wo einer war, war auch der andere. Den Bruder Ulrich würde es kaum verdrossen haben, dass Eberhard überall gefürchteter und selbst auch beim Kaiser geehrter war als er. Aber seine Frau, gemeint ist Katharina von Helfenstein, erklärte ihm alles sehr gehässig. Die Brüder können oft miteinander auskommen, wenn sich die Schwägerinnen zu vertragen wüssten. Das tun sie eben nicht und so dringend die beiden Damen schließlich auf eine Landesteilung, die Eberhard der Greiner gnadenlos verhindert mit dem Unteilbarkeitsvertrag von 1362. Es gibt ein paar Vorverhandlungen in diesem Zusammenhang, aber 1362 wird es fix gemacht. Ulrich der Jüngere zieht dann auf den Hohen Neufen, wo er relativ kurz danach, 1366, an der Pest stirbt. Schön wäre es, wenn das Land unteilbar geblieben wäre, ist nicht so. Aber andere Geschichte. Gucken wir mal weiter, was für Probleme Eberhard der Greiner sonst noch hat.
Hinter mir der Hafnermarkt in Esslingen rühmt sich der ältesten Fachwerkhäuserzeile Deutschlands, erste Hälfte 14. Jahrhundert. Hier kann man aber leider auch zeigen, welche Katastrophen in der Herrschaft Eberhard des Greiners passierten. Grundnummer schon im Vorfeld, schon unter seinem Vater gibt es Naturkatastrophe, 1327 Missernte, 1337 gnadenlose Heuschreckenplage mit entsprechende Hungersnöte. Aber auch der Greiner selbst erwischt es sehr deutlich. 1356 das berühmte Erdbeben von Basel, das man nach Basel benennt, das aber ganz Süddeutschland betroffen hat. Wir gehen heute davon aus, dass das stärkste Erdbeben war nördlich der Alpen aller Zeiten. 1348 gibt es dann ein Hochwasser, 40-tägiges Hochwasser, das sehr viel zerstört. Ein paar andere Erdbeben gibt es übrigens auch noch. Und halt 1348, 49 dann auch die verheerende Pest, die Millionen von Menschen weltweit umbringt, die auch in Württemberg stark wütet und im Gefolge dessen die menschliche Katastrophe, als die verunsicherten Leute dann Sündenböcke suchen und eben auf die Juden verfallen, die jüdische Mitbürger, und die dann als Brunnenvergifter brandmarken. Hier in Esslingen ist es soweit, dass hier die Synagoge stand am Hafner Markt und die Juden wurden dann in die Synagoge zusammengetrieben und das ganze Haus wurde dann mit den darin Geflohenen angezündet und verbrannt. Katastrophe. Genauso Katastrophe, natürlich auch, dass der Zeit Eberhards des Greiners durch die diversen Kriege, man schätzt, 1200 bis 1300 Dörfer dem Erdbeben gleich gemacht werden. Keine gute Zeit. Das Münster St. Paul, geweiht in Gegenwart von Albertus Magnus, vermutlich einem der intelligentesten Menschen, die es je auf dieser Welt gab. Passend dazu Eberhard der Greiner, der sich Aktionen leistete, die ziemlich genau das Gegenteil von der Intelligenz war. Was war passiert? Eberhard der Greiner hat ja die Reichsacht oder die Reichsexekution durchgeführt nach dem Aufstand der Stadt Esslingen gegen Kaiser Karl IV. Und bekam unter anderem auch die Landvogtei hier in Schwaben zugesprochen, die ja seiner Familie mal da ist und mal wieder weg ist. Die Landvogtei übt er nun so aus, dass er eben vermutlich ganz mit Rückendeckung des Kaisers immer wieder gegen die Städte vorgeht, die ihm halt ein Dorn im Auge sind. Karl IV. Deckt es mal, denkt es mal wieder nicht, bis schließlich die Städte sich so massiv beschweren, dass Karl IV. Eberhard den Greiner nach Nürnberg zum Reichstag lädt. Und da verhält sich Eberhard der Greiner genau wie sein Vorfahre, Eberhard der Erlauchte, nämlich daneben. Er kommt mit großem Gefolge, demonstriert seine Macht, wird extrem patzig, sieht überhaupt nicht ein, was er falsch gemacht hat und verschwindet wieder im Reichstag. Sodass der Kaiser nicht anders kann, als mal wieder ihre Städte zuzuneigen und den Reichskrieg gegen den Württemberger auszurufen. 1360. Drei Heere fallen von verschiedenen Richtungen Württemberg ein und zerstören ziemlich viel. Es kommt im August zur Schlacht bei Schorndorf, Schlacht und anschließender Belagerung, die Eberhard der Greiner nach einigem Hin und Her deutlich verliert. Es kommt aber relativ schnell wieder zur Auszöhnung. Er wird also doch wieder einigermaßen intelligent und muss relativ wenig büßen. Er büßt ein die Landvogtei, die kriegt er aber zwei Jahre später, 1362, schon wieder zurück. Er büßt ein die Achalm, die kriegt er aber später auch wieder zurück. Und er büßt ein den Hohenstaufen. Das war's. Gerade noch mal Glück hätte. Esslinger Stadtbefestigung erinnert deutlich an diese komplett verkorkste Stadtpolitik, die Kaiser Karl IV. Betrieb und die den Württembergern andauernd um die Ohren fiel. Was meine ich damit? 1371 stiftet Karl IV. Ein Städtebündnis, ein Landfriedensbündnis, bestehend aus 31 Städten, so weit so gut. Und er stellt es unter die Schirmherrschaft Ulrich V. von Helfenstein. Ulrich V. von Helfenstein ist ein erklärter Gegner oder Konkurrent der Württemberger. Und so wundert es nicht, als später Ulrich V. von Helfenstein entführt wird und im Kerker übrigens dann später umkommt, dass die Städter denken,
Eberhard der Greiner steckt dahinter, was er wahrscheinlich nicht hat, aber man weiß es nicht so genau. Ändert nichts daran, dass die Städter sofort ein Heer aufstellen, um sich an dem Württemberger zu rächen. Funktioniert nicht ganz, denn in der Schlacht bei Altheim, 1372 im April, verlieren die Städter gnadenlos. Was sie nicht davon abhält, 1375 dann wiederum ein Bündnis mit Eberhard dem Greiner einzugehen. Ein bisschen weniger Städter, das waren dann bloß noch 14 Städte. Ein Jahr später kippt mal wieder die Stadtpolitik des Kaisers, sodass sie Angst haben vor einer Übernahme des Württembergers und es kommt zur Schlacht bei Reutlingen. Die sogenannte Esslinger Burg oben in die Weinberge ist eigentlich auch nichts anderes als nur ein Teil der Stadtbefestigung, die in diesem Zusammenhang auch wieder eine gewisse Rolle spielt, denn im Rahmen der Schlacht von Reutlingen sind die Reutlinger einigermaßen stolz drauf, dass sie eben gleichzeitig einen Teil ihrer Truppen zur Bewachung des verbündeten Esslingens abgestellt haben. Man hilft sich aus und umso glorreicher ist der Sieg, wenn man selbst diese Truppen nicht zur Verfügung hatte. Nach dem Sieg der Städter bei Reutlingen geht der Krieg eigentlich erst richtig los. 1378 fallen die Ulmer auf einen großen Teil der Schwäbischen Alb ein und zerstören da ganz viel. Die Städte des Bodensees zusammen mit Reutlingen und Esslingen beschließen Stuttgart zu zerstören, zerstören zumindest die Wein- und Obstplantage rund um die Stadt, verheeren die Felder, es geht ziemlich los. Eberhard der Greiner schlägt zurück, er rächt sich vor allem an Esslingen, das schließlich mit ihm in Frieden schließen muss. Der Frieden ist allerdings einigermaßen teuer, denn der Greiner verliert mal wieder die Landvogtei. Passiert. 1388 kommt es dann zum vorläufigen Ende des Städtekrieges durch die Schlacht bei Döffingen. Bei der Schlacht von Döffingen übrigens, die ja die Württemberger deutlich gewinnen, soll angeblich, so sagt Gabelkofer allerdings deutlich nach der Schlacht, viele Jahre, Jahrhunderte nach der Schlacht, bei der Schlacht von Döffingen soll Wolf von Wunnenstein, dem Württemberger Käufer, und Wolf von Wunnenstein ist derjenige, der beim Überfall in Wildbad dabei war. Angeblich hasste Wolf von Wunnenstein die Städter so sehr, dass er gesagt hat, okay, dann arbeite ich lieber mit dem Württemberger zusammen. Eberhard der Greiner soll es abgelehnt haben, Wolf von Wunnenstein soll trotzdem zur Schlacht gekommen sein und entschieden geholfen haben. So die Legende, ob was dran ist, wissen wir nicht. 1389 kommt zum Vergleich des Württembergers mit Esslingen und Reutlingen. Und 1391 dann schließen 33 Städte mit dem Württemberger Frieden, 1391 auch noch Ulm und Esslingen, 1391 nochmal auf 6 Jahre. Damit endet der Städtekrieg. Zweifel hat Esslingen viele schöne Ecken und es fällt ein bisschen schwer, Bilanz zu ziehen, wie es wohl die schönste Ecke ist. Ich bin hier am Salomer Pfleghof, der auch sehr schön ist, ein bisschen außerhalb der klassischen Altstadt, umgeben von spektakulären Kirchen. Ein bisschen ruhigeres Eck, auch schön. Aber es geht ja eigentlich gar nicht um die Bilanz der Stadt Esslingen, sondern um die Bilanz Eberhards des Greiners. Hätte man seine Zeitgenossen gefragt, der Überfall im Wildbad spricht eine gewisse Sprache. Bei manchen war er nicht beliebt. Die Bauern mochten ihn sehr, denn die Bauern wurden von den Städtern unterdrückt und da war der Württemberger ein guter Kontrapunkt. Spätere Jahrhunderte verklären Eberhard, schon fast ein bisschen. Ich zitiere mal zwei ziemlich aussagekräftige Quellen. Der unbestechliche Stählin schreibt: Eberhard der Greiner ist ein getreues Ebenbild seines Großvaters Eberhard des Erlauchten, der Sohn einer rauen Zeit. War er den Anforderungen, welche dieselbe an ihn stellte, vollkommen gewachsen. Ein ritterlicher Hautdegen, welcher von keinem Kampfe zurückschreckte, aber ebenso ein klug berechnender Politiker, welcher zur rechten Zeit zuzugreifen wie einzulenken verstand. Und ein haushälterischer Rechner, welcher den Wert des Geldes sehr zu schätzen wusste, hat derselbe während seiner 48-jährigen Regierung sein Ziel, die Mehrung seiner Hausmacht mit aller Kraft und nie ermattender Ausdauer verfolgt. Die beträchtliche Vergrößerung seines Landes übrigens mehr seiner Geschicklichkeit im Kaufen als seinem Schwert zu danken gehabt. Das ist sicherlich ein Punkt, denn so viele Kriege Eberhard der Greiner auch geführt hat, die wenigste hat er tatsächlich selber angefangen. Die meisten wurden ihm aufgezwungen. In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt Barth 1843 in seiner württembergischen Geschichte, ich zitiere wieder,
Am 15. März 1392 starb Eberhard der Greiner nach einer fast 48-jährigen Regierung, die nur wenige friedliche Jahre kannte. Ob Ullmann aber denken sollte, er habe genug zu tun gehabt, um die angeerbten Besitzungen zu behaupten und seine Kriege würden ihm Geld genug gekostet haben, hinterließ er doch sein Land in einer Zeit, wo fast alle seine Nachbarn verarmten, bedeutend vergrößert. Und zwar hatte er alles durch Kauf erworben, nicht ein einziges Dorf mit dem Schwert erobert. Das ist ziemlich deutlich. Und so kommen zur Zeit Eberhards des Greiners zur Herrschaft der Württemberger hinzu. Böblingen mit ein paar Dörfern, die zweite Hälfte der Grafschaft Calw mit Zafelstein und Wildbad, Sindelfingen, die zweite Hälfte der Grafschaft Vaihinger, Großbottwar, Laufen, Nagold, Waldebuch, Ebingen, Brackenheim, Kirchheims, Lenninger Tal, Herrenberg und so weiter. Wollen wir all diese Punkte aufsuchen? Wir würden nicht fertig. Hören wir lieber auf. Ade.